Vor. Bauernmädel küssen es bequemer, Majestät. Als Kaiserin gefalle ich dir nicht so gut? Die Kaiserin gefällt mir besser als ihr Staatskleid. Vor dem ist abzuhelfen, der Offizier. Jetzt müssen wir aber helfen. Setz dich dorthin. Papa. Na, dann erst mal ein paar Vorspeisen und dann was zu essen. Fürst Orloff soll ihm ein Auge ausgeschlagen haben. Ich habe die zwei zu sehr verwöhnt. Dann sticht sie der Hafer. Nicht mehr gestört werden, Martha. Natürlich nicht, Matuschka. Der erste Abend. Sei nicht so frech. Übrigens ist das der zweite Abend. Majestät. Kätchen, komm. Jetzt wollen wir ein paar vernünftige Worte miteinander reden. Vernünftig muss das sein? Hör zu. Wenn du willst, ernenne ich dich zu meinem Generaladjutanten. Hm. Du beziehst dann die Zimmer unter diesen hier. Ja, das ist ja praktisch. Eine Kaiserin hat weniger Zeit beherrscht als andere Frauen. Und will doch genauso viel Glück wie sie. Wenigstens genauso viel. Willst du bleiben? Wie lange denn, Kätchen? Bis einer von uns beiden wieder frei sein wird. Gut, ich bleibe. Haben wir nun lange genug vernünftig miteinander geredet. Ich finde jetzt erst an der Zeit, den Kopf zu verlieren. Was ist denn nun schon wieder in Russland los? Der Kanzler muss Eure Majestät unbedingt sprechen. Der schwedische Gesandte hat den Vertragsentwurf überreicht. Können denn die Brüder nicht nächste Woche wiederkommen? Nein, du bleibst sitzen. Führe die Herren herein. Was denn? Beim Regieren soll ich dir auch noch helfen? Nein, das kann ich allein. Ja, na, was soll ich denn hier? Das wirst du gleich sehen. Kätchen! Kätchen, mit mir geht's bergab. Wir sprechen später miteinander, unvernünftig. Regiere nicht zu lange.